So, hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung möchte ich euch unseren neuen Ready-to-Fish-Teig vorstellen aus der Best Catch Pro for the Range. Fragt euch sicherlich, was hier die drei Packungen sind, das möchte ich euch kurz vorstellen. Ready-to-Fish heißt, der Teig ist fertig verpackt, ihr macht die Tüte auf, ihr macht ihn an den Haken bzw. ins Futterkorb und so weiter und könnt sofort damit angeln, ihr müsst nichts anmischen mit Wasser und nichts Ready-to-Fish an den Haken und dicke Fische fangen. Verpackt immer in diesem Design, erhältet ihr bei einem Tackle Dealer. Jede Tüte ist wieder verschließbar, sprich der Teig in der Tüte, wenn ihr was rausnimmt, was ihr am Angeltag braucht, ihr verschließt die Tüte danach wieder, könnt ihr den über mehrere Tage, Wochen, wahrscheinlich auch wenn ihr es dicht, luftdicht verschlossen habt, über mehrere Monate aufheben und im Teig passiert nichts. Zusätzlich in der Verpackung ist der Teig, sieht vielleicht etwas komisch aus hier, deshalb möchte ich es kurz vorstellen, in einer Tüte verpackt, was ihn einfach luftdicht macht und damit bleibt er super formbar, trocknet nicht aus und hält somit am Haken und Futterkorb, je nachdem wie ihr damit angelt. Erhältlich in drei Geschmacksrichtungen, einmal Vanille in Gelb, dann Erdbeer in Rot sowie der Fischgeschmack in Grau bzw. Dunkelbraun. Immer 800 Gramm im Päckchen, sprich extrem viel Teig für Futterkörbchen zum am Haken angeln und so weiter. Also eine große Menge erhaltet ihr für einen super Preis übrigens. Zur Benutzung, wie ihr das benutzen könnt, ihr könnt den Teig einfach zum Beispiel in den Futterkorb reindrücken, bleibt dann auch über mehrere Würfe im Wasser, löst sich nicht gleich bei jedem Wurf komplett auf und ihr habt somit einfach immer eine Futterquelle bzw. eine Duftquelle näher bei eurem Köder am Grund liegen. Natürlich funktioniert es auch am Method Feeder. Körbchen, wie ihr hier sehen könnt, einfach den Teig nicht zu fest reinpressen, somit, wenn das Futterkorb am Grund aufkommt, löst sich der Teig auch vom Metal-Korb. Eine andere super Variante ist, nicht nur den Teig im Futterkörbchen zu fischen, sondern einfach auch direkt am Haken zu fischen, das funktioniert auch super. Hier dafür eignet sich ideal, wie ihr hier sehen könnt, Teigspiralhaken. Hier handelt es sich um Haken, welche eine kleine Spirale dran haben, in welche ihr einfach den Teig reindrücken könnt und somit auch beim Werfen fliegt er nicht vom Haken und auch über mehrere Würfe könnt ihr den dran haben. Habe ich hier mal montiert, um zu veranschaulichen, wenn ihr sehen könnt, eine kleine Spirale hier am Haken und hier könnt ihr den Teig ideal reinpressen. Wenn ihr jetzt auf Grund angelt mit Futterkorb, mit Grundblei oder auch einfach klassisch mit dem Schwimmer beim Stippen, sprich beim Matchrutenangeln oder einfach mit der Allroundrute auf Karpfen, beziehungsweise auf Forelle, Weißfisch, auf je nachdem, was ihr angelt, je nach Geschmacksrichtung, was euch lieb ist, habt ihr einen super Hakenköder sowie einen super Köder fürs Futterkörbchen. Erhältlich bei eurem Tackle Dealer in diesem Style verpackt, immer 800 Gramm im Päckchen, ready to fish, teilt in drei Geschmacksrichtungen. Ich hoffe, ich kann es euch kurz vorstellen. Probiert es mal aus, ihr werdet überrascht sein von den Gerüchen, wie extrem original und intensiv die riechen. Ich hoffe, ihr könnt es euch kurz vorstellen. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.